Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Auswärtsspiel beim Tabellen 15. Im Hinspiel haben wir uns schwer getan. Erst in der 77. Minute die Erlösung durch Baldé und David Tashvili macht dann in der 94. Minute alles klar. Ich denke, es wird ein ähnlich schwieriges Spiel gegen Maurizio Pochettino, mit dem wir uns heute messen dürfen. Wir müssen auf Avila und Arizon verzichten. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Sadrem nicht in der besten Form, deswegen stehen sie unten drin. Also auch der Trainerwechsel hat da nicht viel gebracht. Von der Spielanlage her ist das quasi genau das Gleiche, was sie spielen. Pochettino ja auch einer, der gerne 4-3-3 spielt. Ich denke, wir gehen trotzdem in der Fünferkette zuerst rein. Gegebenenfalls stellen wir dann um, je nachdem, wie das Spiel läuft. Und da würde ich sagen, ab auf den Rasen, Jungs. Let's go. Und was ganz, ganz wichtig ist für uns, ungeachtet jetzt der Aufstellung von Sdarem, da gibt es ja nichts Besonderes. 4-3-3. Sergio Rico ist wieder einigermaßen fit, zumindest fit genug, um im Tor zu stehen. IV stellt sich heute von selbst aus, dadurch, dass zwei Stück von denen gelb gesperrt sind. Spielen Hosseini mit Avila und mit Barbet zusammen. Mit Avila, mit Bokele zusammen, so. Auf den Außen Ekomie Baldé, das bleibt erstmal gleich. Im Zentrum dann Sissoko, Diaz, Michu über links, Dölima über rechts, der mir gut gefallen hat im letzten Spiel. Und Wipotnik vorne drin. So sieht's aus. So gehen wir das Ganze an. Und Sdarem versucht erstmal über einen langen Ball. Kommt dadurch in eine gefährliche Einwurfsituation. Teumer, der Kapitän mit Darami, Balleroberung, Baldé. Kriegt den aber nur geklärt in die Füße von Okomu. Guter Einsatz von Wipotnik, der damit nach hinten arbeitet. Und da ist die erste Möglichkeit für Zapata. Und Rico hält den. Duván Zapata hat ja auch einiges schon erlebt in seiner Fußballerkarriere. Mittlerweile bei Stade Rennes angekommen. So, Maripán, der Ball wird geblockt. Und es geht weiter mit dem Angriff von Stade Rennes. Ito findet Teuma, geblockt. Und jetzt ist der Ball aber auch mal raus. So, jetzt ist gut. Anfangsphase, Anfangsdruck vorbei. Diaz mit einer frühen gelben Karte. Ja, und Sdarem stellt uns da richtig ein. 10 Minuten, 13% Ballbesitz, 12%, das wird ja immer weniger. So, aufgewacht da hinten. Wir haben 19% Ballbesitz, was ist denn hier los? Alter. Maripán haben die Jungs das Fußballspielen eingestellt. Diarra, durchgesteckt, Laiduni. Ist den vorbei. Gut gehabt. So, vielleicht jetzt mal was von uns. Bisher ist das absolutes Armutszeugnis. Wir gehen ein bisschen offensiver. Spielen das Ganze mal etwas ruhiger, etwas kürzer. Um hier ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Um auch ein bisschen Dominanz in das Spiel reinzubekommen. Eckball de Lima. So, direkt ein Kopfballtor. Und dann ist gut, Agbadou klärt den. Aber es ist noch heiß. Petro Diaz. Über Thiano Baldé aus ist Ekomie. Barbé und Platz für Michu. Guter Abschluss. Blanco rettet. Nächster Eckball. De Lima. Und etwas zentraler, aber kein Problem für Ruben Blanco. Und dann spielen wir es hinten raus. Also Start Rennen, man sieht's. Pressen auch sehr, sehr hoch. Aber dadurch auch Platz, um das zu überspielen. Ekomie, Michu. Da versucht Wipotnik da reinzubekommen. Und Rem kriegt das verteidigt. Jetzt müssen wir ähnlich gut zustellen. Darami. Okumu. Matusiwa. Heuma auf Duván Zapata. Matusiwa, Laiduni, Ito. Drüber. Das ist eine super schwache erste Halbzeit. Kannst du vergessen, so. Wir stellen um. Ja, wir werden einen Leidtragenden haben, der jetzt früh raus muss. Das ist in dem Fall Hosseini. Höchststrafe. Aber gut, das liegt halt wirklich an der taktischen Umstellung diesmal. Diallo kommt rein, der hat eigentlich immer gute Spiele gemacht. Über außen. Dann stellen wir das Ganze mal um. Und fangen an, Fußball zu spielen, hoffentlich.
Wahrscheinlich ein ähnlich schwieriges Spiel zu werden, wie schon im Hinspiel. Der Cormier mit Diallo, der findet Michou. Sissoko, Ball ganz raus auf Baldé und brauchen wir wieder Baldé als Türöffner. Guter Abschluss, aber Blanco ist auf dem Posten. Eckball, Samba, Diallo. Der kommt nicht schlecht, Michou kommt aber nicht hin. Barbe, er läuft ihn. Pedro Diaz, Diallo, Diaz. Diallo bringt den rein. Ah. Wie Putnik, wie Putnik. Fast. Fast hat er den Fuß hinbekommen. Schade. Also, wir gehen unterirdisch in die Halbzeit. Das war wirklich absolut inakzeptabel. Ich hoffe, die Jungs wissen, um was es geht. Und spielt das Ganze jetzt in Halbzeit 2 besser. Okay, nee. Ball raus auf Baldé. De Lima. Ja, komplett von der Rolle heute. Wäre ich dann auch ein Kandidat für die Auswechslung. Das sah letztes Spiel wieder so gut aus, als er von der Bank kam, ne? Aber heute kannst du auch nicht mit ihm arbeiten, ne. Kommt Lucas Fernandes. Und auch Michou raus. Das wir machen das Ganze so, würde ich sagen. Diallo hier als Flügelspieler. Er hier invers rein. Und dann tauschen die beiden Positionen. Er macht hier drüben nämlich den mit Salah dann. Und er hier den hier. Das ist etwas höher. Packen das Tempo hoch. Offensiver. Doch, wir gehen schon offensiver. Okay, auf geht's. Wir üben ein bisschen Druck aus. Ekomier mit Davitashvili. Petro Diaz, klasse Steckball auf Ekomier. Davitashvili! Sorry, Freunde. Was ein Tor. Zuriko Davitashvili. Alter. Ich wollte schon sagen, ey, komm hier, nimm doch den Ball mit und geh da weiter durch. Aber nee, das brauchen wir gar nicht. Hat genau das Richtige gemacht. Davitashvili. Ein Strahl, der genau, aber wirklich haargenau in den Knick passt. Traumtor. Das vielleicht für uns ganz, ganz wichtig ist heute Abend. Akpadu Diarra. Und Okumu. Diarra. Duvan. Oh, jetzt vielleicht die direkte Antwort. Ne, Baldé verteidigt das sehr gut. Fernandes raus. Diallo versucht, die Pot nicht zu schicken, aber auch von ihm kein gutes Spiel. Vielleicht bringen wir da Ekram vorne rein. Naja, erstmal Baldé und Fernandes. Sagen wir Diallo. Und das könnte ein Elfmeter sein. Bastion hört sich's an. Eigentlich schon nach im Strafraum aus. Und es gibt den Elfmeter. Sehr, sehr gut. Wipotnik schreitet zur Tat und verwandelt das Ding hoffentlich. Jan Wipotnik verlädt Ruben Blanco. Und damit ist das Ding durch. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir können hier wieder etwas entspannter, bisschen disziplinierter vor allem spielen. Hier kann er jetzt gerne verzögern. Und da passt das. Sehr gut. Dann Wipotnik runter. Ikram kriegt Spielzeit. Also, wir haben noch eine Wechselpause, ne? Na gut, da wechseln wir gleich mit. Dann kommt Murray. Simba hinten rechts. Nee, Vital kriegt andere Spiele noch, wo er seinen Einsatz bekommt. Matteo Morey, hinten rechts. Kriegt mal wieder ein paar Minuten. So, Transferphase ist ja eh rum. Das heißt, bis zum Ende der Saison wird er auf jeden Fall noch bei uns bleiben. Ich würde ihn auch gern länger als Backup behalten. Ich kann aber verstehen, dass er mit 25 dann noch nicht bereit ist, sich auf die Bank zu setzen. Naja, immerhin haben wir ihn ja auch wieder ein Stück weit fit gemacht. Petro Diaz muss sich da irgendwie durchkämpfen. Okumu, ganz viel Platz außen für Nakamura, Fernandes und Kontermöglichkeit vielleicht über Diallo. Murray, Bokele,
Rico. Ja, kaum ist Barbeda, haben wir wieder hinten ein bisschen Sicherheit. Ne? Der Typ ist ganz, ganz wichtig für unsere Elf. Auch wenn es nicht rein sportlich ist, zumindest mental. Die Kram. Komm, Junge. Gib ein bisschen Gas da vorne. Hol dir mal dein Tor noch. Maripan. Und Diarra. Nakamura, der läuft sehr, sehr gut durch. Matusiwa. Die Japaner-Gang hier. Nakamura steckt ihn durch. Matusiwa. Klasse Parade von Rico. Sehr, sehr wichtig. Eckball Fouquet. Da kriegen wir den geklärt. Maripan raus auf Fouquet. Nakamura gut aufgepasst von Sissoko. Diallo. Ja. Konter wird nichts. Aber gut, mir reicht es, wenn wir das Ding hier einfach über die Bühne bringen. Morey, Einwurf Fernandes. Morey, Ball kommt zu Davitashvili, wird verlängert auf Ekomie. Wenn auch unfreiwillig vom Verteidiger. Pedro Diaz, Doppelpass, Ekomie, Flanke kommt. Ruben Blanco forstet den weg. Aber klärt ihn somit auch. Vielleicht hat aber Pedro Diaz noch eine Idee. Oder Barbe oder Ekomie. Naja, irgendeiner wird ja eine haben. Oder wir spielen es einfach in Ruhe. Hinten rum. Jawohl. Okay, findet Fernandes. Und außen geht Diallo durch. Oh, Ikram holt sich den Ball zurück. Diallo holt ihn sich auch zurück. Samba Diallo. Guter Abschluss. Blanco lenkt ihn übers Tor. Eckball nochmal. Lucas Fernandes. Ikram lauert ganz lang. Der Ball kommt eher zu Bukele. Diallo geht außen vorbei, geht in den 16er, aber Leiduni gut verteidigt. Nächster Standard, nächster Eckball und das ist Sache von Lucas Fernandes. Und der kommt scharf rein, kann aber geklärt werden. Nakamura mit dem Konter, 2 gegen 1. Ja, nimmt das Tempo mit, geht vorbei, aber auch irgendeiner geht den Weg mit. Ich sehe gerade nicht, wer du wann. Oh, abgefälscht. Sehr, sehr unglücklich hier. Nakamura, super Weg. Und dann gucke ich mal ganz kurz. Diallo ist das wahrscheinlich, der den Weg mitgeht. Duvan, dann wird der abgefälscht hier von Sissoko. Kann man nichts machen, aber jetzt heißt es natürlich, das Ding dann über die Zeit einfach bringen. Wir gucken mal. Stadrem ist auch sehr erschöpft. Wir haben den Ball. Das ist gut, halbe Minute noch zu spielen. Das kann man runterspielen. Davitash will die Ball raus auf Ekomie. Barbe. Ja, und dann einfach wieder hinten rum. Nicht zu kurz, aber so passt. Bokele. Fernandes. Ja. Ach, kommt auch nicht. Aber ich denke, es ist gleich durch. 5 Sekunden noch. Komm. Einmal wegverteidigen hier. Jawohl. Und da haben wir das Ding. Ganz, ganz wichtige 3 Punkte. Am Ende spannender gemacht, als es hätte sein müssen. Davitashvili leitet hier das Ganze mit einem Traumtor ein. Diaz mal wieder super Partie gemacht. Ekomie, na, trotz Vorlage, keine so gute, aber egal. Wiepontek macht so sein Elfmeter-Tor. Es war kein gutes Spiel von uns, aber wir haben es gewonnen und das zählt. Ja, so sind wir auch durch die Hinrunde gegangen und so haben wir unsere Punkte geholt und so machen wir es in der Rückrunde einfach auch. So, fertig. Am Freitagabend hat erstmal unser neuer oder unser künftiger Gegner Lille eine 3-0-Packung bekommen von Nice. Die aber auch wirklich, also die machen das Rennen hier mit Paris nochmal spannend, so spannend, wie man das überhaupt machen kann in Frankreich. Und da gehen schon mal sehr, sehr große Props raus an das Team. Die machen das wirklich super, spielen eine richtig gute Saison. Am Samstag gab es den Sieg von uns zuerst und danach einen Sieg von Marseille. Auch die lassen sich hier nicht lumpen. Ja, gewinnen weiter und kämpfen um die Champions League. Gerade bei denen wird es ja ziemlich eng hier. Dann haben wir Monaco, die PSG in Unentschieden abbringen. Auch sehr stark, muss man sagen. Wir haben es nicht geschafft. Auxerre kriegt wieder aufs Maul, muss man ganz ehrlich so sagen. 6-0-Klatsche gegen Stade Rennes zu Hause. Troyes verliert 3-1 gegen Arsenal. Nantes gewinnt 1-0. Olympique Lyon lässt Punkte liegen. 2-2 Montpellier. Und Toulouse gewinnt durch einen Hattrick von Aboukhlal mit 3-2 gegen Affre.
So, damit Tabelle wie folgt. Lens, Monaco sind uns weiter auf den Fersen. Das heißt, wir dürfen auch gegen Lille nächste Woche uns keinen Ausrutscher leisten. Und da steht noch ein langer Run vor uns. Aber ich glaube, mittlerweile ist auch bei mir gefestigt, dass ich in Europa spielen will, so wie wir die Saison hier bisher bestritten haben. Und da führt kein Weg mehr dran vorbei. Das Ding wollen wir jetzt auch richtig zu Ende fahren hier. Von daher, ja. Lil, nächste Woche 3 Punkte machen wir es wie im Hinspiel. In dem Sinne, Freunde, haut rein, macht's gut, ciao, ciao.